Also, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Watch Dogs 2 Part 2. Wir müssen uns immer noch Klamotten kaufen, deswegen werde ich mal jetzt ganz kurz hier gucken, dass wir uns ein Auto beschaffen, was mir natürlich auch gefällt, ne? Ja, das sieht schick aus, das nehme ich. Perfekt, und jetzt muss ich nicht gucken, dass ich eine Hose bekomme, weil hier steht in unserem Missionslogbuch: Hallo, kaufen Sie sich die Hose, sie sieht scheiße aus. Das ist. Deswegen kaufen wir uns hier mal eine Hose. Hm? Ja, ich und fahren, das ist so. Ich habe meinen Führerschein bei mir tatsächlich auch was. Und ich gehe mal davon aus, dass ich mir das hier anziehe, das komplette Outfit. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich tatsächlich eine Hose kaufen muss. Das heißt, ich kaufe mir jetzt erstmal hier eine Hose. Eine Hose? Ich kaufe mir die billigste. Missionsziel erreicht, dann gehe ich hier wieder zurück in die Garderobe. Und dann... Genau, soll ja schick aussehen. Oder, was sagt... Oder ich gucke... Oder warte mal, ich guck mal hier. Nee. Da gefällt mir das hier besser. Genau, dann nehme ich das. Gut, dann gehen wir jetzt mal... zurück. Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. Gut. Zack, erstmal auf der Karte gucken. Hier ist er nicht. Dich nehme ich, gucke da. Zack. Genau. So. Ja. Ja, also, scheiße. Ah. Wir treffen uns denn gleich wieder, wenn ich denn da bin. Also, denn bis gleich. Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Nice. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich erreiche die Hackerspace. Way, oh, was geht ab? Postbank, hier, Passwort. Guten Tag. Hey, oh, mach auf, ich bin's. Ja, das sage ich auch mal. Ne? Ja, guten Tag. Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet und Bloom eins auszuwischen stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Nate, du
bist jederzeit willkommen. Ja, genau. Und da haben wir auch schon die Online-Version. Darauf werden wir uns erstmal nicht so versteifen, weil das ist nebensächlich. Ansonsten gehen wir hier wieder zurück. Nee, gucken wir mal. Gut, und dann müssen wir besuchen die Follower. Ja, machen wir. Hey, yo, Cetera, was geht ab? Echt abgefahren. Dann wecken wir ihr Interesse an Detzek. Je mehr... Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DeadSec App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Zester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea. Genau, das war's. So, und wir machen jetzt hier diese eine Mission noch. Jo, was geht ab, Bro? Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch in einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcani hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Genau, das wäre... Gene Carcani sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcani? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Danke, jetzt war es das aber auch schon wieder für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ich den dritten Teil aufnehme. Und da werden wir unseren ersten Hack dann mal durchführen. Wir werden uns da mal ein bisschen diese Mission versüßen. In diesem Sinne wünsche ich euch dementsprechend noch einen wunderschönen Abend und einen wunderschönen Montag auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag gehabt. Nein? Gut, dann ist mir das auch egal. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Falls spielt, möge der fleißige Hacker mit euch sein und immer glücklich sein dabei. Auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag gehabt. Nein? Gut.